Hallo, guten Tag. Wie geht's? Kako ste? Učimo nemački, čitamo kratki dijalog. Hallo, ich bin Franz. Wie heißt du? Hallo, ich bin Franz. Wie heißt du? Hallo, Franz. Ich heiße Greta. Wie geht's? Hallo, Franz. Ich heiße Greta. Wie geht's? Es geht mir gut. Kennst du den Lehrer? Es geht mir gut. Kennst du den Lehrer? Bratte pažnju na den Lehrer, znači akuzativ der Lehrer. Kennst du den Lehrer? Ja, er heißt Herr Weiß. Ja, er heißt Herr Weiß. Oh, danke, Greta. Bis dann. Oh, danke, Greta. Bis dann. Wie geht's? Vidimo kako možemo da odgovorimo na pitanje wie geht's. Prima. Prima. Gut. Sehr gut. Miserabel. Schlecht. Nicht gut. Ganz gut. Es geht so. Dakle, wie geht's? Prima. Gut. Sehr gut. Miserabel. Schlecht, nicht gut, ganz gut, es geht so. Okay, die nächste. Hallo, wie spät ist es? Hallo, wie spät ist es? Es ist Viertel vor drei. Es ist Viertel vor drei. Četvrtina pre tri. Viertel vor drei. Wirklich, ich spiele Fußball um drei. Magst du Sport? Wirklich? Ich spiele Fußball um drei. Magst du Sport? Magst du Sport? Nein, ich bin faul. Ja, Sam, Lenja, ich bin faul. Ich gehe jetzt nach Hause. Nein, ich bin faul. Ich gehe jetzt nach Hause. Fußball macht aber Spaß. Fußball macht Spaß. Fußball macht aber Spaß. Bis dann. Bis dann. Hallo Greta, wie geht's? Hallo Greta, wie geht's? Sehr gut. Ich habe Hunger. Gladna sam. Sehr gut. Ich habe Hunger. Ich auch. Möchtest du etwas essen? Ich auch. Möchtest du etwas essen? Ja. Ich möchte Salat, Brot und Wasser. Ich möchte Salat, Brot und Wasser. Ich habe großen Hunger. Ich habe großen Hunger. Nein, ich bin zufrieden. Ich habe keinen großen Hunger. Ich bin zufrieden, zadovoljan sam. Ich bin zufrieden. Ich habe keinen großen Hunger. Ich habe keinen großen Hunger. Ach so, dann ist das genug. Ach so, dann ist das genug. Das ist genug, dovoljno. To je dovoljno. Ist das genug? Diese Gaststätte ist schrecklich. Ich möchte etwas zu essen. Diese Gaststätte ist schrecklich. Užasno, grozno, strašno, schrecklich. Ich möchte etwas zu essen. Wir gehen. Wir gehen. Mist. Mist. Kažete, kad vam se nešto ne sviđa, kad vam ne odgovara. Mist. Was? Es wird regnen. Es wird regnen. Du hattest Pläne, richtig? Imao si planove, zar ne? Du hattest Pläne, richtig? Ich wollte einige Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich habe mehr schlechte Nachrichten.
Imam još loših vesti. Ich habe mehr schlechte Nachrichten. Nein, was ist es? Was ist es? Es wird regnen und dann später in einen starken Schneesturm überwechseln. Pašće kiša, a onda kasnije će se to pretvoriti u snežnu oluju. Es wird regnen und dann später in einen starken Schneesturm überwechseln. Nein, die Straße wird mit Eis bedeckt sein. Nein, die Straße wird mit Eis bedeckt sein. Pokrivene će biti sa ledom. Die Straße wird mit Eis bedeckt sein. Ich weiß, ich muss zur Klasse gehen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich weiß, znam, ich weiß, ich muss zur Klasse gehen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bis dann, bis dann. Ist das dein Hund? Ist das dein Hund? Ja, das ist mein Hund. Er heißt Toto. Das ist mein Hund. Er heißt Toto. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Wirklich? Ich muss auch einkaufen. Ja, moram u kupovinu. Ich muss auch einkaufen. Willst du mitkommen? Hoćeš da idemo zajedno? Hoćeš da pođeš sa mnom? Willst du mitkommen? Ja, lass uns zusammen gehen. Lass uns zusammen gehen. Hajde da idemo zajedno. Lass uns zusammen gehen. Willst du jetzt oder später gehen? Willst du jetzt oder später? Sad ili kasnije? Willst du jetzt oder später gehen? Jetzt wäre besser. Sada bi bilo bolje. Wäre je konjunktiv od glagola sein. Es wäre besser. Bilo bi bolje. Jetzt wäre besser. Wollen wir hinlaufen? Hoćemo pešice. Wollen wir dort zu Fuß gehen? Hinlaufen? Nein, es ist zu weit. Es ist zu weit. Lass uns mit dem Auto fahren. Nein, es ist zu weit. Suviše daleko. Es ist zu weit. Lass uns, hajde da, lass uns mit dem Auto fahren. Hajde da idem autom. Lass uns mit dem Auto fahren. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Idem u kupovinu. Ich gehe einkaufen. Wann gehst du los? Wann? Kada? Wann gehst du los? So gegen fünf. Oko pet. Ich gehe gegen fünf. Idem oko pet. So gegen fünf. Könntest du mir bitte ein Brot mitbringen? Könntest du mir bitte ein Brot mitbringen? Da li bi mogao da mi doneseš hleb? Kannst du, možeš li? Könntest du, da li bi mogao? Könntest du mir bitte ein Brot mitbringen? Klar. Naravno. Klar. Hast du genug Geld? Genug, dovoljno. Hast du genug Geld? Ich glaube nicht. Never. Ich glaube nicht. Wie viel hast du? Wie viel Geld hast du? Wie viel hast du? Koliko imaš? 2 Euro. Denkst du, das reicht? 2 Euro. Denkst du, das reicht? Misliš li da će to biti dovoljno? Das reicht. To je dovoljno. Das reicht. Denkst du, das reicht? Das ist nicht viel. To nije mnogo. Das ist nicht viel. Das wird reichen. Das wird reichen. To će biti dovoljno. Das wird reichen.
Ich habe ja auch noch eine Kreditkarte. Immer mit Karte zu, ako baš treba. Das wird reichen. Ich habe ja auch noch eine Kreditkarte. Hier sind noch 10 Euro. Hier sind noch 10 Euro. Evo još 10 Euro. Danke, bis später. Danke, bis später. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Nicht so gut. Nicht so gut. Warum? Warum? Ich bin krank. Ich bin krank. Bolestan sam. Ich bin krank. Es tut mir leid, das zu hören. Es tut mir leid, schau mir. Es tut mir leid, das zu hören. Što to čujem? Es tut mir leid, das zu hören. Danke, aber es geht schon. Es ist nichts Ernsthaftes. Hvala, ali u redu je, ništa nije ozbiljno. Ernst, ozbiljan. Danke, aber es geht schon. Es ist nichts Ernsthaftes. Das ist gut. Wie geht es deiner Frau? Das ist gut. Wie geht es deiner Frau? Kako je tvojoj ženi? Obratite pažnju na dativ. Deiner Frau. Tvojoj ženi. Es geht ihr gut. Danke. Es geht ihr gut. Danke. Alles klar. Ich muss gehen. Alles klar. Ich muss gehen. Okay, bis später. Gute Besserung. Okay, bis später. Vidimo se kasnije. Gute Besserung. Brzo ozdravi. Gute Besserung. Gute Besserung. Das ist meine Freundin Clara. Hallo. Das ist meine Freundin Clara. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Drago mi je što sam vas upoznao. Schön, Sie kennenzulernen. Sie, persiranje. Ili schön, dich kennenzulernen. Ne, persiranje. U drugom je cijeline. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Također. Gleichfalls. Gleichfalls. Wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Was unterrichten Sie? Šta predajete? Unterrichten. Was unterrichten Sie? Was unterrichten Sie? Ich unterrichte Englisch. Ich unterrichte Englisch. Das ist schön. Wie alt sind Sie? Das ist schön. Und wie alt sind Sie? Koliko imate godina? Wie alt sind Sie? Ich bin 35. Ich bin 35. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Entschuldigen Sie, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Kako mogu da vam pomognem? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gern das Hemd von oberen Regal sehen. Htjela bih da vidim košulju sa one gornje police. Ich würde gern. Ja bih. Ich würde gern das Hemd von oberen Regal sehen. Sicher. Hier bitte. Sicher, hier bitte. Wie viel kostet es? Koliko košta? Wie viel kostet es? 30 Euro. 30 Euro. Aber das ist zu viel. Ili das ist zu teuer. Das ist zu teuer. To je suviše skupo. Das ist zu viel. To je previše. Das ist zu viel. Das ist zu teuer.
Wie wäre es mit diesem? Wie wäre es, kada nudite neku drugu opciju? A šta mislite na ovu košulju konkretno? Kako bi bilo, bukvalno kako bi bilo sa ovom drugom? Mit diesem. Es ist im Angebot für nur 20 Euro. Es ist im Angebot, na popustu, na sniženju u ponudi, für nur 20 Euro. Es ist im Angebot für nur 20 Euro. Das gefällt mir nicht. Ali ta mi se ne dopada. Das gefällt mir nicht. Das Hemd gefällt mir nicht. Kennen Sie den Weg zum Einkaufszentrum? Kennen Sie den Weg zum Einkaufszentrum? Znate li put do tržnog centra? Kennen Sie den Weg zum Einkaufszentrum? Sicher, ich habe dort gearbeitet. Gehen Sie geradeaus und an der Ampel links. Sicher, ich habe dort gearbeitet. Tamo sam radio. Ich habe dort gearbeitet. Gehen Sie geradeaus, idite pravo. Gehen Sie geradeaus und an der Ampel, na semaforu, an der Ampel links. Die Ampel, Semaphor, u dativu, an der Ampel links. Levo. Am Sonntag fahren wir nach Berlin. Am Sonntag fahren wir nach Berlin. Wirklich? Übermorgen? Das ist ja bald. Wirklich? Übermorgen, prekosutra, übermorgen, das ist ja bald. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wie lange bleibt ihr dort? Wie lange bleibt ihr dort? Koliko dugo ostajete tamo? Bleibt ihr dort? Ungefähr zwei Wochen. Ungefähr zwei Wochen. Otprilike dve nedelje. Ungefähr zwei Wochen. Wann kommt ihr zurück? Kad se vraćate, zurück kommen, vratiti se. Wann kommt ihr zurück? Wir kommen am ersten zurück. Vraćamo se prvog. Wir kommen am ersten zurück. Alles klar. Gute Reise. Srećan put. Gute Reise. Alles klar, gute Reise. Wer ist diese Frau? Wer, ko? Wer ist diese Frau? Sie ist Anna. Sie ist Anna. Ist sie aus Deutschland? Ist sie aus Deutschland? Ja, sie ist aus Berlin. Sie ist aus Berlin. Ist Berliner. Aus Deutschland, aus Berlin. Kennst du sie? Poznaješ li je? Kennst du sie? Ja, wir sind Freunde. Ja, wir sind Freunde. Und wer ist dieser Mann, der neben ihr steht? Wer ist dieser Mann, der neben ihr steht? Ko je ovaj čovjek, dieser Mann, der koji neben ihr steht. Wo steht er? Neben ihr, pored nje. Ko je ovaj čovjek koji stoji pored nje? Neben ihr, pored nje. Das ist Tom. Das ist Tom. Er sieht wirklich gut aus. Kennst du ihn? Er sieht wirklich gut aus. Kennst du ihn? On zaista izgleda dobro. Poznaješ li ga, njega, ihn? Er sieht gut aus. Nicht persönlich, aber meine Schwester kennt ihn, glaube ich. Nicht persönlich. Nicht persönlich, aber meine Schwester kennt ihn, glaube ich. Ach, ich erinnere mich.
Ich habe ihn schon einmal vorher getroffen. Ich erinnere mich, Sechamse, ich erinnere mich. Ich habe ihn schon einmal vorher getroffen. Sechamse, ja sam njega već jedanput pre sreo. Ich habe ihn getroffen, glagol treffen, sresti. Ich habe ihn schon einmal vorher getroffen. Kannst du Englisch? Ja. Kannst du Englisch? Sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? Oder kannst du Englisch? Ja. Wo hast du Englisch gelernt? Wo hast du Englisch gelernt? Auf der Uni. Auf der Universität. Die Universität. Auf der Universität. Du sprichst wirklich gut Englisch. Du sprichst wirklich gut Englisch. Danke. Danke. Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? 2 Wochen. Was arbeiten Sie? Was arbeiten Sie? Ich bin Student. Ich bin Student. Ich bin auch ein Student. Ich bin auch ein Student. Wissen Sie, wie spät es ist? Wissen Sie, wie spät es ist? Da li znate koliko je sati? Koliko je sati? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wissen Sie, wie spät es ist? Obratite pažnju na raspored subjekta i na mesto subjekta i mesto glagola. Direktno pitanje, wie spät ist es? Indirektno pitanje, wissen Sie, wie spät es ist? Klar, es ist 5 Uhr. Klar, es ist 5. Es ist 5 Uhr. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Ich sagte, dass es 5 Uhr sei. Ich sagte oder ich habe gesagt, dass es 5 Uhr sei. Rekao sam da je 5. Danke. Gern geschehen. Danke. Gern geschehen. Hallo, ich habe Hunger. Hallo, ich habe Hunger. Ich würde gern etwas essen. Ich würde gern etwas essen. Wohin willst du gehen? Wohin willst du gehen? Ich würde gern Italienisch essen. Ich mag Pizza. Ich würde gern Italienisch essen. Ich mag Pizza. Würdest du gern etwas essen? Würdest du gern etwas essen? Nein, danke. Ich bin satt. Sitsam. Nein, danke. Ich bin satt. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Ja. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Kad tražite nešto, kažete ich hätte gern. Entschuldige, aber ich habe keinen Kaffee. Entschuldige, aber ich habe keinen Kaffee. Das ist okay. Ich trinke ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser, Čašu vode. Das ist okay. Ich trinke ein Glas Wasser. Bitte schön. Danke. Bitte schön. Danke. Gern geschehen. Gern geschehen. Würdest du mit mir zusammen essen?
Würdest du mit mir zusammen essen? Okay, wann? Okay, wann? 10 Uhr. 10. Vormittags. Vormittags. Prepodne. Nein, ich meine 22 Uhr. Ne, mislio sam na 10 uveče. Ich meine 22 Uhr. Aber das ist zu spät. To je suviše kasno. Das ist zu spät. 10 gehe ich meist schlafen. 10 gehe ich meist schlafen. Okay, wie wäre es? A kako bi bilo? Wie wäre es mit 1:30 am Nachmittag? Wie wäre es mit 1:30 am Nachmittag? Nein, das ist zu früh. To je suviše rano. Das ist zu früh. Ich arbeite dann noch. Tad još uvijek radim. Aber 17 Uhr passt. Odgovara mi u 5. Das passt. To mi odgovara. 17 Uhr passt. Gut. Bis dann.